6%. Und wir fordern für die Menschen, für die Metallerinnen und Metaller in ihren Betrieben, individuelle Arbeitszeiten, wenn es nötig ist, um vielleicht Angehörige zu pflegen und sich um die Kinder zu kümmern. Und das wird als unverschämt angesehen. Was mich dabei ärgert, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist, dass es eine Diskussion gibt, ob das richtig ist, dass sich die Metall sowas fordert. Wir machen nicht nur dicke Backen, wir haben dicke Backen, weil wir einen langen Atem haben, weil wir miteinander solidarisch sind, weil wir wissen, wie es geht, weil wir wissen, wie wir kämpfen und dass wir auch gewinnen können. Ich möchte euch hier recht herzliche solidarische Grüße der Beschäftigten der Autos Kühlgruppe und der Autos Wurzburg Gruppe übermitteln. Ja, hier ist ein Warnstreik, der findet bei Tewes statt und wir als Volkswagen, Kolleginnen und Kollegen, IG Metaller, wollen natürlich jetzt unsere Kollegen hier unterstützen, weil letztendlich wird dieses Tarifergebnis, was in der Fläche läuft, auch für uns richtungsweisend sein bei Volkswagen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, da gibt es nur eine Antwort. Klar und deutlich, wir zeigen Kraft, wir machen einen anständigen Warnstreik. Diese Sprache versteht offensichtlich die Arbeitgeberseite. 200 Euro Einmalzahlung und 2%. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist ein Hohn. Das ist eine Beleidigung für uns alle. So ein Angebot. Voll Teufel. Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Und vor mir stehen Kämpfer. Dafür Anerkennung und Respekt, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Maimotto des Deutschen Werkschaftsbundes in diesem Jahr lautet Solidarität, Gerechtigkeit, Vielfalt. Und Solidarität ist auch das Markenzeichen der Gewerkschaften. Und daher überbringe ich euch die solidarischen Grüße des Deutschen Werkschaftsbundes und seiner Gewerkschaften. Wir stehen an eurer Seite! Eure Tarifforderung nach 6% mehr Lohn ist nicht nur richtig, es ist auch notwendig, weil es stabilisiert die Volkswirtschaft, es stärkt die Kaufkraft, es sichert Beschäftigung. Das ist es, was wir brauchen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte mich bei euch recht herzlich bedanken, dass dieser Warnstreik, dieser zweite Warnstreik am heutigen Tage hier bei Continental Gifhorn ein voller Erfolg war. Und das war euer Erfolg, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn es sein muss, stehen wir in wenigen Tagen wieder hier, wenn die Arbeitgeber nicht endlich zur Vernunft kommen, liebe Kolleginnen und Kollegen.